Wir kennen den RS6 nun schon sehr, sehr lange. Die Historie von dem Auto geht zurück bis ins Jahr 1994. Das war damals der Audi RS2. Was die Kunden suchen in diesem Segment, ist letztendlich ein High-Performance-Fahrzeug mit überragendem Design, mit ganz viel Differenzierung zum Grundfahrzeug, um auch zu zeigen, ich habe hier einen ganz speziellen RS, ohne aber die Alltagstauglichkeit zu vergessen. Es ist als RS-Modell natürlich innerhalb der A6-Familie das Topmodell. Ihm zur Seite gestellt wird der RS7. Das ist so das Geschwisterauto vom RS6. Da ist es nun im RS7 möglich, auch das Auto fünfsitzig zu bekommen. Der Vorgänger war ein Viersitzer. Das ist für den einen oder anderen Kunden, der wirklich volle Alltagstauglichkeit sucht und das Auto auch mit der ganzen Familie nutzen möchte, ein Zugewinn. Wir haben wieder einen 4-Liter V8 Biturbo-Motor drin. Den kennen wir schon vom Vorgänger. In der neuen Generation wurde der aber komplett neu entwickelt. Also der ganze Antriebsstrang ist neu, Motor und Getriebe. Und das größere Getriebe erlaubt es uns auch, dass wir das Drehmomentlevel nach oben schrauben. Und für den Kunden ist das ein super Erlebnis. Also wenn man auf normaler Straße fährt, in einem hohen Gang, spricht man von Elastizität. Das heißt, wenn ich dann quasi Gas gebe, ohne runterzuschalten, im hohen Gang bleibe, dann merke ich sofort, dass das Auto deutlich besser beschleunigt, weil ich einfach mehr Drehmoment zur Verfügung habe. Wenn wir im Design anfangen, ein RS-Modell zu designen, dann ist meistens, und das war beim RS6 auch so, das Grundmodell schon fertig. Und da geht es natürlich darum, dieses Grundmodell zu toppen. Was wir in den seitlichen Lufteinlässen auch immer noch sehen, sind diese RS-typischen Blades, die eigentlich wirklich den Stand auf der Straße erzeugen. Was das Auto eigentlich am meisten optisch beeinflusst, sind diese riesigen Räder. Und die größeren Räder haben wir weiter in den Körper des Autos reinschieben können. Das heißt, das ganze Auto sitzt optisch tiefer. Das ist das, was wir auch bei einem DTM-Auto oder bei anderen Rennautos sehr oft sehen. Und was dem Auto diesen brutalen Stand auf der Straße verschafft, ist wirklich die Verbreiterung der Spur. Die ist so drastisch ausgefallen wie nie zuvor und ist wirklich ein Designer's Dream, weil dann sieht das Auto auf der Straße tatsächlich mal so aus, wie wir es auf unseren meist übertriebenen Zeichnungen wirklich zeigen. Dass das Auto auf der einen Seite wirklich Understatement ausstrahlt, weil nicht jeder auf der Straße sofort sieht, ah, das ist ein RS-Modell. Aber die Leute, die sich auskennen, die wissen sofort, was Sache ist.